Wir sind jetzt hier beim Finn-Mok-Tunnel angekommen, ein Tunnelsystem, was sich an der ehemaligen Grenze zwischen Nord- und Südvietnam befindet, und zwar am südlichsten Teil des ehemaligen Nordvietnams. Doch wozu diese Tunnelsysteme? Dieser Streifen wurde sehr stark zwischen Nordvietnam und den Amerikanern umkämpft, und die Amerikaner haben sehr viele Bombardements auf diesen Streifen runtergehen lassen, sodass sämtliche Dörfer und Landstriche zerstört wurden. Wir befinden uns gerade in der Nähe der ersten Tunneleingänge. Ja, und das sieht eher aus wie ein Belüftungstunnel. Hier drüben sind diese Gräben, in denen geduckt langgerannt werden konnte, um sich dann in einem solchen Tunneleingang Schutz zu suchen. Wir sind nun an einem Schacht angekommen, wo die Erde heraustransportiert wurde. 3 Jahre lang wurde gegraben, und das hier war das System, mit dem dann die Erde rausgeholt wurde aus der Tiefe. Wer nicht schnell genug einen Tunnel erreichen konnte, hat sich in solchen kleinen Grabenhütten verstecken können, um danach das Feuer abzuwarten und in einer Feuerpause den Tunnel zu erreichen. Thank you.
Wir mussten gerade eben die ganze Zeit gebückt laufen. Wir können uns richtig vorstellen, dass die Vietnamesen einfach einen riesigen Vorteil durch ihre geringe Körpergröße im Vergleich zu den großen, uns ähnlich gebauten Amerikanern hatten. Gut versteckt kommen wir hier aus einem Gang raus, der direkt am Meer endet. Dieser Ausgang bzw. der Zugang zum Meer hin hat natürlich den Vorteil, dass frische Luft in das ganze Tunnelsystem hineinkommt. Also für Ventilation, für Luftzirkulation ist es richtig schlau gebaut. Hier sieht man ungefähr, wie viele Leute dort Platz hatten. Nur ich habe hier nicht so viel Platz, wie man ganz gut sehen kann. Aber das ist der Geburtsraum. Wir sind hier im Familienzimmer angekommen. Sieht ungefähr so aus. Wirklich nicht viel Platz. Hier sieht man jetzt, wie auch hier unter der Erde gegessen wurde. Also das ganze Leben fand tatsächlich unter der Erde statt. Lebensmittel wurden ja in der dritten Ebene gelagert. Ja, und so viel Licht, wie wir hier haben, das ist Luxus. Brennmaterialien gehörten damals zu sehr wichtigen Rohstoffen und daher wurde Licht nur verwendet, wenn es auch notwendig war. Ein weiterer Ausgang hat uns nun wieder zum Strand zurückgeführt. Generell war es total wichtig, dass es hier diese Ausgänge zum Strand hin gab, damit die Leute von hier mit der 30 Kilometer entfernten Insel Con Co in Kontakt bleiben konnten. So wurden dann Waffen oder Lebensmittel von A nach B transportiert, meistens in der Nacht, damit die Amerikaner das nicht mitbekommen. Wenn man mal sieht, die Relationen von der Größe der Bomben, die hier runtergehagelt wurden, das ist ja schon Wahnsinn, was hier runtergekommen ist. Und das manchmal 5 Tage am Stück zu den Spitzenzeiten. Thank you.
haben gerade den Mann auf dem Bild getroffen. Das ist er und er wurde in den Tunneln geboren und seitdem arbeitet er hier im Museum. Er kann sich zwar nicht richtig verständigen, aber er hat uns ganz klar gemacht, dass er das gewesen sein soll. Er hat anscheinend auch die ganze Ahnung hiervon. Hier sind wir gerade in einem Gebiet, einem Bombenkrater. Hier hat eine Bombe eingeschlagen und das sind die Spuren noch davon. Wir wollten euch noch ein paar Infos geben, eigentlich schon unter der Erde, aber das ist so ein Labyrinth und wir haben uns dann irgendwie doch häufig verlaufen, aber immer mit dem Vorteil, dass wir immer zum Ausgang rauskamen, zu irgendeinem neuen. Deswegen, jetzt kommen noch ein paar Infos über der Erde. Neben denen, den wir gerade als Zeitzeugen getroffen haben, wurden noch weitere 63 Kinder unter der Erde geboren. Ja, und zu Peakzeiten waren bis zu 600 Menschen in diesem kleinen Höhlensystem unterwegs gewesen, also nur in diesem Gebiet, das erstreckt sich ja noch viel weiter ins Land und es gibt ja noch ungefähr 115 weitere solche Tunnelsysteme. Ja, normalerweise waren hier immer 300 Menschen drin gewesen, die bei Angriffen von oberhalb der Erde, wo sie nur ihre Farmarbeiten machten, auf unterhalb der Erde sich verzogen haben. Wir haben als Kinder, wenn wir zelten waren, gegen den Regen angesungen. Die Menschen hier unter der Erde haben gegen die fallenden Bomben angesungen. Wenn es einen Bombenanschlag gab, sind alle unter die Erde und dann gab es dieses Singing Down the Bombs, wo richtig viel gesungen wurde, während über ihnen der Bombenregen stattfand. Außerdem gab es auch in jedem Tunnelsystem organisierte Tanz- und Singgruppen. Also es wurde sehr viel Wert auf Musik gelegt und somit wurde auch so das optimistische Heldentum aufrechterhalten und der Glaube an den Sieg. Ja, und jetzt, wo wir einen kleinen Einblick in dieses Höhlensystem haben konnten, es ist schon bemerkenswert, dass so eine arme, einfache Nation einer hochtechnisierten Supermacht die Stirn bieten konnte. Und wir machen uns jetzt wieder los auf den Weg zurück. Es fängt nämlich an zu regnen und wir haben noch eine Stunde Motorradfahrt vor uns.